Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge für euren neuen Lieblingspodcast No Love for a Ritzy Nation. Mir auf der anderen Leitungsseite, der Interneten virtuellen Leitungsseite, in seinem sehr gemütlichen Zimmer, die Stehlampe hinten ist so wundervoll warm mit ihr, seinem warmen Licht, ist mein Lieblingskollege Alexander Truhn, a.k.a. Truhn till Death. Ja, schön, dass wir uns mal wieder sehen. Wir haben lange nicht miteinander gesprochen, Truhn. Du bist Deep Dive in die Arbeit und woran merkt man, dass Truhn wieder viel zu tun hat? Die Kommentare bei Bierschinken werden weniger. Hallo Alex, wie geht's dir? Ja, schönen guten Abend. Wir lassen einmal ganz kurz das Publikum auch nochmal zu Wort kommen. Ja, danke. Es wäre auch nicht nötig gewesen. Ja, ich habe ein kleines Gimmick dabei für heute. Weil ich dachte, ich lockere die Runde mal so ein bisschen auf. Nee, ansonsten ist gut. Das ist tatsächlich so. Die Bierschinken-Kommentare haben abgenommen. Das ist ein untrügerisches Zeichen. Ich habe heute auch noch mal erstmal wieder auf die Seite geguckt und habe gedacht, oh, da steht dein Name gar nicht so oft unten. Das ist nicht gut. Seitdem ist es auch wirklich da ruhiger geworden. Das muss man ganz klar sagen. Ja, ansonsten ist es aber tippitoppi. Also okay. Arbeiten macht Spaß. Haben wir nicht irgendwie uns bei Beratern, das war bei dem Smile and Burn Album, ne, wo über Berater so abgehatet wurde. Und Jetzt bin ich so deep into Beratertum. Ja. Aber es gibt ja solche Berater und solche Berater. Genau. Mir ist was aber anderes. Ich folge dir ja auf allen Kanälen, die irgendwie möglich gehen. Ich habe mich gerade neulich überlegt, hast du eigentlich auch einen eBay-Kleinanzeigen-Account, wo ich dir vielleicht auch folgen könnte? Gut, also, tatsächlich ja. Ah, super. Dann Das müssen wir mal nachholen. Das hatte ich neulich mit jemandem, wenn man sich wirklich komplett überall folgen will, doch auch bei eBay-Kleinanzeigen. Das stimmt, das geht ja auch. Das ist ja eh so ein bisschen sozialer geworden, auch mit diesen ganzen Optionen, dass du diese Smileys vergeben kannst und Emojis vergeben kannst mit diesen Daumen und tolle Antwortrate. Also bei mir ist auch wirklich super, wenn du bei mir guckst. Also ich glaube, ich bin einer der Top 10 bei eBay-Kleinanzeigen, würde ich sagen. Ach so, ich muss sagen, dann bin ich auf jeden Fall unter den Top 9, weil bei mir ist auch alles sehr, sehr gut. Ich verkaufe gerade reihenweise Kindersachen und die Leute, passen die Schüchchen auch für schmale Füße? Und ich so, ja, keine Ahnung. mir passen sie nicht, aber es ist auch Größe 22. mir ist aufgefallen, als du neulich mal wieder, also wollte ich überhaupt immer darauf kommen, also mir ist neulich aufgefallen, du hast irgendwas gepostet, wie so Rollenspiele. Ich habe mich eigentlich gefragt, schon länger, gibt es so eine Art, also ist man bei Rollenspielen auch so forumsmäßig Bierschinken-Style unterwegs? Also kommentiert man dann auch so, ey, der Zug war aber Quatsch oder so, oder das war Blödsinn, oder wie läuft es da so ab? Weil das ist so eine Welt, von der ich überhaupt keine Ahnung habe, Rollenspiele. Also es wird schon viel kommentiert am Tisch, ja, was andere Leute so machen, aber es wird möglichst versucht, in Character zu bleiben, also dass du wirklich als deine Spielfigur das Ganze kommentierst, was ja nicht unbedingt immer deine eigene Meinung sein muss. Du suchst ja schon irgendeine Persönlichkeit aus, die dann, wir schreiben halt alle für unsere Charaktere auch Biografien, wo die herkommen. Okay, krass. Ja, also das ist jetzt... Ich glaube, im Vergleich zu anderen Rollenspielgruppen sind wir relativ weit out of character, also dass wir halt sehr viel Quatsch am Tisch reden und uns meistens auch nicht mit Spielfigurennamen anreden, sondern mit den echten Namen. Aber es wird schon sehr viel kommentiert und gesagt, das war jetzt wirklich Quatsch und meine Güte, kannst du überhaupt irgendwas richtig machen? Und also was, das ist schon sehr, sehr wichtig, ja. Sich auch ein bisschen gegenseitig in die Pfanne zu hauen, darauf basiert das Ganze. Wir sind auch ich habe zwei Rollenspielrunden, zweimal Dungeons & Dragons mit zwei unterschiedlichen Charakteren und die eine Gruppe hat es auch geschafft, das so auszuwürfeln, dass alle nicht sehr intelligent sind. Was halt das auch sehr unterhaltsam macht, weil wir versuchen damit schon wirklich zu spielen, dass wir wirklich Entscheidungen treffen, die nicht zielführend sind und auch nicht wirklich durchdacht sind. Und das gibt dann eher Kommentare vom Spielleiter, der kommentiert sehr viel. Wir sind ja jetzt Gott sei Dank kein Rollenspiele-Podcast, weil sonst wäre es ein bisschen absurd. Du hast Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich würde jetzt noch ein paar tiefe Fragen dazu stellen wollen. Das muss gar nicht unbedingt mit Ahnung verbunden sein. Es gibt für alles Regelbücher, in die du dich reinlesen kannst. Also dieses Regelbuch-Universum, was auch Dungeons & Dragons angeht, das ist absurd. Und der große Vorteil ist, das ist so ähnlich ein bisschen wie bei diesen ganzen Programmierfragen. Da gehst du irgendwie auf Stack Overflow und irgendwer hat dann eine Frage zu Dungeons & Dragons gestellt oder zu irgendeinem anderen Rollenspiel, wo dann drin steht, ja, aber auf dieser Erklärung für diesen Zauber steht ja Folgendes, bla bla bla, bedeutet das im Umkehrschluss dann auch, dass ich bla 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 damit machen kann? Und dann geht halt eine ähnliche Diskussion los von irgendwelchen
wirklich interessierten Leuten, warum das so ausgelegt werden kann. Du musst es alles nicht wissen, du kannst es alles nachlesen. Ja, Regeln. Also ich würde Regeln, da bin ich viel zu faul für. Ich dachte übrigens, das wäre auch so eine freie Gesellschaft, in der man so frei interpretieren und frei spielen darf. Aber wenn es alles nach Regeln läuft, ist es ja eher anstrengend, oder? Teilweise schon. Also du brauchst halt ein vorgegebenes Universum, aber du kannst im Prinzip innerhalb dieses Universums mit, naja, diese Regeln würde ich jetzt zum Teil eher so manchmal sehen wie die Naturgesetze bei uns. Also es gibt halt so ein Korsett, in dem das Ganze passiert, aber du kannst in diesem Universum dich frei entfalten und ob es funktioniert, das, was du machen möchtest, das entscheidet dann dein Würfelwurf und diese Regel oder dieses Grundgerüst, diese Naturgesetze dieses Universums, in dem du dich befindest, dass der Spielleiter auch sagt, klar, könnt ihr das versuchen. Dann ist das ein, keine Ahnung, Athletics-Check oder sowas und dann musst du halt würfeln und dann gibt es halt eine bestimmte Zahl, die dazu addiert wird und dann guckt der Spielleiter nach und sagt, ja, okay, du hast mit deiner 5, die du jetzt gewürfelt hast, von der möglichen 25, die du hättest haben können, schaffst du es nicht, diesen riesengroßen Stein einfach zu verrücken. Das geht nicht. Aber diesen Stein muss man ja wohl verrücken dann, um irgendwie an die Goldkiste zu kommen. Und was machst du, wenn du die dann nicht würfelst? Ist das Spiel dann vorbei? Nö, dann du kannst ja, das geht ja nicht darum, alles zu machen. Wenn das jetzt natürlich irgendwas ist, was essentiell ist für die Geschichte, in der du dich gerade bewegst, dann gibt es auch noch die Möglichkeiten, dass du sagst, oh, wir haben auch noch einen sehr starken Charakter dabei, was weiß ich, irgendeine Barbarin oder eine Zwergenkriegerin oder keine Ahnung, irgendwas, können wir unterstützend tätig werden. Und wenn es essentiell wichtig ist, dann sitzt der Spielleiter auch manchmal da und denkt sich, ja, okay, komm, meine Güte, es reicht mir, nachdem ihr jetzt 5 Minuten gewürfelt habt und alle vom Stein abgerutscht seid, auf einmal passiert irgendetwas Unvorhergesehenes und dieser Stein bricht wie von Zauberhand N2. Also das Spiel soll schon irgendwie immer weitergehen. Und ja. Und wenn, also ist es so, wenn ihr euch trefft, spielt ihr dann so eine Geschichte durch an einem Abend oder ist das so, man fängt an, das ist ganz, man kann auch, man könnte gleich am Anfang würfeln, du gewinnst alles und hast schon gewonnen? Nee, also du musst es schon, naja, es ist im Prinzip so, wir fangen dann an und sagen, okay, wir haben uns jetzt alle bei mir zu Hause getroffen, jetzt gehen wir aus dem Haus und gucken mal weiter, was da draußen so los ist. Okay. Und wir wissen auch zum Teil gar nicht, was da kommt, wir brechen auch mittendrin ein Abenteuer, machen halt einfach Pause, weil wir dann 6 oder 7 Stunden gespielt haben, das ist dann nachts um 2 und dann haben wir einfach auch alle keinen Bock mehr. Okay. Ja, aber das geht eigentlich so weiter, also die erste Rollenspielrunde, wir machen das so einmal im Monat, die haben wir vor 4 Jahren oder so angefangen und sind halt immer noch dabei und spielen halt immer noch. Und es hört einfach nicht auf. Also das Prinzip kannst du unendlich lange spielen. Okay, gut. Also jetzt hast du ja schon sehr intensiv erzählt, wie es so mit dem Rollenspielleben ist. Kannst du so intensiv eigentlich auch über das Love-A-Album sprechen, über das wir eigentlich reden wollten heute? Ich glaube, ich habe da eine sehr starke Meinung zu, auf jeden Fall. Genau, also liebe Zuhörenden, also dieser Podcast hat sich nicht gewandelt in einen Rollenspiel-Podcast, nein, sondern Truhn und ich wollen über Love-A, das neue Love-A-Album Meisenstaat sprechen. Das ist rausgekommen, ich glaube, vor gar nicht so langer Zeit. Auf jeden Fall hat es jedes Qualitätsmedium außer Bierschinken schon gehörig abgefeiert, denn es gibt bisher kein wirklich negatives Review. 19.8., natürlich waren alle vor uns schon dran. Ja. Aber wir springen ja auch nicht auf jeden Halbzug auf. Ne? Nee, das stimmt. Und wir haben es auch gar nicht notwendig. Ne? Also nötig meine ich nicht. Nö. Notwendig, nötig. Weil wir einfach ja die Spitze des Punk-Rock-Podcast-Fanzine-Podcast sind. Interessant, was mir sofort auffällt bei diesem Love-A ist das Cover. Das ist ja so dieser komische Vogelkopf. Ist das Vogelkopf oder ist das eine Pestmaske? Ah, das ist eine gute Sache. Also könnte auch eine Pestmaske sein. Ich wusste gar nicht, Pestmasken, was sind das denn? Diese komischen Ärzte, die zu Zeiten der Pest rumgelaufen sind mit ihren so schnabelartigen Masken und vorne in dieser Maske war dann irgendwas drin, was die dann davor schützen sollte. Also im Prinzip, als wären die mit so einer Gasmaske rumgelaufen, nur war da halt irgendeine Kräutertinktur oder sowas drin. Hat halt wahrscheinlich nicht funktioniert und sie sind reihenweise gestorben, oder? Genau, und die waren dann auch so, meistens hieß es so, die Pestdoktoren waren so in eigenen Quarantänequartieren und sowas, weil die Leute Angst hatten, dass die auch was mitbringen, was wohl auch dazu geführt hat. Ich hab eher an sowas gedacht, was ja auch so, ist vielleicht ein bisschen überinterpretiert, aber was ja so ein bisschen zu dem Vibe und dem Inhalt vom Album passt. So, das Thema, gut, Pest ist vielleicht noch ein bisschen schlimmer als das, was da besungen wird, aber es ist ja jetzt auch nicht das
erquicklichste, fröhlichste Album auf der ganzen Welt, was da präsentiert wird. Ja, das stimmt, das kann man sagen. Also ich fand immer, also vielleicht sollten wir, glaube ich, hier transparent machen, also dass ich ja eher tendenziell Love A gut finde, also nicht alles, aber doch eigentlich schon gerne mag, du tendenziell Love A nicht gut findest, beziehungsweise sie eigentlich eher scheiße findest, oder? Ich glaube, das kann man so offen sagen. Tendenziell nicht gut ist sehr nett ausgedrückt, ja. Okay. Ich finde sie zum Kotzen. Okay, also, man, also Love A, es steht hier in der Presseinfo als erstes drüber, steht Love A, sie zieren mit Meisenstaat ein krankes System. Wir könnten auch schreiben, Truhn, sie ziert mit diesem Podcast eine kranke Band, sozusagen. Ja, wobei, ich weiß nicht, ob ich die jetzt unbedingt sezieren werde oder einfach den großen Hammer nehme und überall draufhaue, wo ich denke, das könnte was damit zu tun haben. Ja. So, ob ich jetzt treffe oder nicht, ist ja egal, Hauptsache mit dem Hammer gehauen. Ja. Dir ist schon bewusst, dass der Sänger auch wie du in der Hansestadt Hamburg wohnt, ne? Das heißt, nicht nur das, das kommt ja noch hinzu. Irgendwie habe ich, das ist auch wieder ganz absurd, sowas dann zu sagen, aber ich finde den einfach auch doof, obwohl ich ihn nicht kenne. Das, ja, das ist das berühmte, ich kenne ihn nicht, aber er muss doof sein, Phänomen, das kenne ich auch. Aber ich hab auch Gründe dafür, was vielleicht auch einfach, ist total subjektiv, natürlich ist es total subjektiv, es ist ja, mein eigenes Empfinden, aber das hat, ne, das, wie er sich im Ox präsentiert, er hat auch das Vorwort von dem Alex Grebedinger Buch oder von den Büchern geschrieben, das Buch, das ich letztens rezensiert habe, der hat auch ganz viele Kolumnen im Ox geschrieben und er beschreibt sich, ist das auch in diesem Schreiben, wo er sich so scherzhaft als der Elvis Presley des Saarlandes selbstironisch so nennt. Ich weiß immer nicht, ob das bei diesem Menschen selbstironisch ist. Ich habe immer so das Gefühl, der findet sich selbst schon sehr geil. Und ich mag Menschen ungern leiden, die sich öffentlich als so sehr geil selbst empfinden. Deswegen, ich kenne den nicht. Ja. Und ich weiß auch, dass es irgendwie im Freundeskreis Verbandlung mit dem gibt, weil der ja auch bei Trixi spielt oder die Band Trixi gegründet hat. Genau. Und da auch irgendwer dabei ist, der mit irgendwem zusammen ist, die und so weiter und so fort. Aber auf jeden Fall, die Einschläge sind schon relativ nah gekommen dafür, dass ich dachte, mit Love A werde ich nie in meinem ganzen Leben irgendwas zu tun haben. Und jetzt sitze ich hier und weiß ungefähr, wer dieser Typ ist und bespreche ein Album von ihm. Ja. Ja, aber ich finde, du machst es bisher sehr gut, Truhn. Ich bin sehr stolz auf dich. Vielen Dank. Also ich habe den jetzt auch, ich kenne ihn persönlich auch überhaupt nicht. Ich finde ihn und auch die Band so als Liveband doch sehr cool. Ich habe die jetzt 2-3 Mal live gesehen. Das hat immer sehr viel Spaß gemacht, weil es schon auch, finde ich, geht gut nach vorne. Aber auch insgesamt muss ich tatsächlich sagen, ist jetzt nicht so, dass mich der Typ so vom Hocker haut. Also jetzt, aber dafür kriege ich auch viel zu wenig mit. Ich fand, es gab mal so eine Zeit, also das habe ich auch in einem anderen Podcast, ich habe mal mit Michi von Köter einen Podcast aufgenommen und die beiden sind, glaube ich, ein bisschen dicke oder die kennen sich ganz gut. Und die hatten so einen Facebook-Humor, wo sie sich immer gegenseitig über ihre Körper lustig gemacht haben. Was ich von außen ein bisschen skurril fand, weil ich das einfach nicht lustig finde, wenn man sich über Körper anderer Menschen lustig macht. Aber die beiden fanden das schon mal in Ordnung. Und Michi meinte auch, das wäre halt deren gemeinsamer Humor. Okay, kann ich nicht sagen. Ich möchte ganz kurz eine Sache aber noch sagen. Er hat immerhin in einer Textzeile sich über Catcar lustig gemacht. Und das würde dich doch eigentlich freuen, oder? Also... Ja, genau, wir machen jetzt dieses Fass des generellen Indie-Hasses auf. Da habe ich aber einen Korken, um das Leck so ein bisschen zu stopfen. Mir ist nämlich heute aufgefallen, dass ich 3 Alben von Schrottgrenze ganz geil fand. Aha. Das Ende unserer Zeit, welches war denn davor das Album? War Vaganten und Renegaten, oder wie das heißt? Ah, du, da bin ich ganz schlecht mit. Das war, glaube ich, davor und das danach auch noch. Die habe ich eine Zeit lang wirklich oft gehört. Das war so, damit konnte ich mich anfreunden, tatsächlich. Ja, also Schrottgrenze sind aber auch so ein bisschen mehr in diesem, haben ja auch so was Punkiges noch, ne? Ein bisschen mehr, ne? Hatten zumindest früher bei den ersten Sachen was, genau. Und das ist so ein bisschen dieser Punk-Faktor, der dabei ist. So, deswegen möchte ich jetzt nicht hier pauschal als. Ich finde generell alles, was aus diesem Indie-Hamburger-Schule-Irgendwas-Bereich kommt, pauschal scheiße. Sondern es gibt auch Sachen, die mir zwischendurch gefallen. Und ja. Okay, also du brichst gerade eine Lanze für Indie. Ich glaube, Gerdestan stirbt gerade, wenn er das hört. Der wird es eh nicht hören, weil es um Love A geht. Und er findet, glaube ich, Love A noch beschissener als ich. Ja, aber ich glaube, du unterschätzt da Gerdestan
uns beiden aber gerne zuhört, wird er wahrscheinlich am Ende diesen Podcast doch hören. Das könnte sein. Ja, also ich möchte trotzdem nochmal sagen, also ich finde, Love A kann, du hast gerade auch angesprochen, also dieses Album ist doch die, also steht ja hier in der Presseinfo, Love A sezieren im Meisenstaat, ein krankes System. Es ist ein etwas düsteres Album oder die Texte sind eher düster. Ich früher, oder also das ominöse Früher, in dem sie ja alle immer cool waren, da fand ich immer ganz toll bei Love A, dass das so eine Absurdität auch manchmal in den Texten hatte. Also es gibt irgendwie so ein Lied, das heißt Freibad, da singt er Leckmuschel gekauft, Hose runter, Freibad, was ein bisschen absurd ist. Oder wie gesagt, die besagte Zeile, deine Nachbarn hören den ganzen Tag Catcar und oder halt das berühmte, was ja so deren One-Hit-Wonder Großshot war ja hier Windmühlen, wo er singt, du wünschst dir FaceTime mit Katrin, ich wünsche mir meine Faust in dein Gesicht, was ich eine brillante Textzeile finde. Das vermisst okay, man ja, in diesem, ja. Das vermisse ich so ein bisschen in diesem Album, was aber nicht heißt, dass es, also, ne, also da auch da, das gestehe ich dem Jörg Mechenbier, ich finde es super irritierend, dass er sich mit Doppel-K schreibt. Also ja, das ist auch so ein Ding, was da noch eine Rolle spielt, so vollkommen irrational mit Doppel-K. Ja. Das ist auch einfach nichts. Ich meine, der hat schon Bier im Nachnamen, da musst du nicht noch irgendwie unnötigen K dazu packen. Der Nachname ist okay. Aber ja? Was ist, wenn vielleicht haben seine Eltern sich das so ausgedacht? Wo habe ich denn da gerade was drüber gelesen? In irgendeinem Fanzine, wo sich auch drüber Gedanken gemacht wurde, warum er eventuell dieses zweite K dabei hat. Kriege ich aber gerade nicht mehr zusammen. Eventuell ist es im aktuellen Mind the Gap, vielleicht aber auch nicht. Ist zumindest gerade meine Klolektüre. Ah ja, okay. Ja. Siehst du, ich komme gerade nicht dazu, wirklich physische Zeitungen zu lesen. Also ich habe zum Beispiel noch das letzte Brot-Magazin hier liegen, das habe ich auch noch nicht gelesen. Oh, Brot generell großartig. So. Ja, ich habe mir die auch extra mal ein paar Mal gekauft, weil ich das einfach cool finde und auch gern solche Fanzines unterstützen möchte. Aber ich komme nicht hinterher. Die Trust habe ich ein bisschen gelesen und ich hatte neulich mir die letzte Plastikbomb geholt. Ich weiß gar nicht mehr, warum. Weil die haben wir gekauft. Die gehören jetzt ja zu uns. Ja, wir haben gekauft, also wir haben das ja so ein bisschen subversiver gemacht. Ne? Wir haben eine feindliche Übernahme in freundlichen Schritten, indem wir einfach SchreiberInnen der Plastikbomb als Freunde von Bierschinken ernannt haben und die jetzt eigentlich offiziell schreiben sie für Plastikbomb, aber eigentlich schreiben sie für Bierschinken. Genau. Und schicken uns Schallplatten zum Rezensieren zu. Das finde ich halt auch super. Und schreiben im Zweifel auch die Rezension. Ja, gehe ich von aus. Also wir kriegen die Schallplatten und sie machen die Arbeit. Genau, finde ich ganz in Ordnung. Ja, ja nochmal kurz auf dieses Zurückkommen mit diesen leicht dadaistischen Texten. Welches Lied ist denn das? Ich glaube, alles ist einfach. Das ist so dieses, wo relativ viel wiederholt wird an Text. Ja. Jetzt müssen wir nochmal in das Textblatt reingucken. Ja. Ja, wenn wir jetzt vorbereitet wären, hätten wir es auch direkt parat. Ich hab's direkt parat. Ja, also, ich habe das meinst du aber, glaube ich, nicht mit alles ist einfach, da wird nicht so viel wiederholt. Nicht? Guck gerade mal. Welches meinte ich denn? 1000 Jahre Unvernunft, Schlucken und Spucken, das Letzte? Tja, jetzt ist die Frage, nee, das war's nicht. Jetzt, doch, alles ist einfach zu viel. So der erste Teil. Achso, du meinst der Refrain. Genau, der Refrain. Der Refrain wird ja, das Lied ist ja auf irgendwie 3 Minuten aufgeblasen. Ja, ja. Und die davon sind irgendwie 2 Minuten und dieser repetitive Teil. Ich stehe total auf sowas. Mir ist da auch so ein Beispiel eingefallen, in welchem Kontext ich sowas super finde. Es gibt da eine großartige Band, die heißt Klostein. Mhm. Das ist, die haben auch so ein bisschen so leicht düsteren, ich nenne das jetzt mal so böse Ostpunk. Mhm. So der Punk aus Ostdeutschland irgendwie vor der Wende, der klang ja doch zumindest im Deutschpunk-Bereich so ein bisschen anders als das Pendant aus dem Westen. Und das hat davon so ein paar Anleihen und es hat halt auch so ein paar dadaistische Züge und immer viel Repetition in den Texten. Okay. Also es sind sehr wenig Textzeilen, die aber sehr oft wiederholt werden. Das finde ich da total geil. Okay. Das finde ich bei diesem Song total scheiße. Das ist so ein bisschen diese Diskrepanz, die ich dabei habe. Das sind ganz viele Sachen bei dieser Platte, wo ich mir denke, das würde für mich in einem anderen Kontext hervorragend funktionieren. Aber das geht mir genauso. Also ich habe gerade über Instagram zufällig die Band, und jetzt halte ich fest, der Bandname ist unfassbar gut, Dosenstolz.
Die haben ein Video, die haben ein Video hochgeladen. Da sagt der Sänger so, das sind so, sie sind alle schon ein bisschen älter und spielen halt auch so richtigen Schraddelpunk. Und dann sagt der Sänger so, ja, wir spielen jetzt das Lied Nie wieder Arbeit. Das haben wir schon zweimal beim Soundcheck gespielt. Das heißt, ihr kennt es schon. Und dann geht es wirklich so, uff da, nie wieder Arbeit, uff da, nie wieder Arbeit. Und es Geil. ist einfach großartig. Und ich finde auch da kann man, da sind die Wiederholungen sehr, sehr gut. Mir fällt spontan noch dieser Nullerjahre-Hit Kaltes, klares Wasser. Das war doch auch so. Oh, ja. Ja, also ich finde Wiederholungen, muss ich ehrlich sagen, grundsätzlich in Ordnung. Auch deine andere Lieblingsband Muff Potter haben das im aktuellen Album auch an einer Stelle so, wo sie immer wieder den Refrain wiederholen. Das finde ich, da finde ich es auch ganz cool. Aber ich weiß, was du meinst. Also ich verstehe das. Ich finde tatsächlich eher bei dieser Länge, also mir ist es auch aufgefallen, die Songs sind relativ lang und ich finde, dafür passiert relativ wenig. Genau, das ist, glaube ich, auch so ein Grund. Es ist relativ starr, das Soundkorsett, in dem sich das bewegt. Da sind dann mal so ein paar Nuancen drin, wie dass die Gitarre mal ein bisschen anders klingt Genau. oder dass das Schlagzeug mal anders spielt oder dass der Bass mal in einem Lied prominenter hervorgehoben wird als in einem anderen. Aber so insgesamt finde ich das schwer, die Songs so voneinander richtig abzugrenzen, weil Absolut. wenig passiert, ja. Absolut. Also das ist mir tatsächlich, ich habe heute auf dem Fahrrad nochmal die Platte durchgehört vorhin und ich habe dann immer gemerkt, oh, ich höre ja schon vier Lieder und wusste aber gar nicht mehr, welches wo das Anfang und das Ja. Ende war. Ich finde auch, dass die Struktur der Songs relativ gleich ist. Ne? Der Bass spielt irgendwie so einen Lauf. Ich mag den Bass gerne tatsächlich. Ich finde Der ist den. super. Den habe ich mir sogar aufgeschrieben, gleich beim ersten Lied. Den Bass finde ich super. Den Bass finde Ja, ich generell genau. durchgängig gut. Ja. Genau, der Bass ist gut. Ich finde auch, also ich mag auch diese Rhythmussektionen mit Bass, Schlagzeug. Und ich, da unterscheidet sich halt auch, glaube ich, einfach unser Musikgeschmack. Ich bin ja ein, zwar sind wir ähnlich alt, aber ich bin ja mehr ein Kind des 80er-Jahre-Pops. Und ich finde diese Pling-Pling-Gitarre mit so Hall drinne grundsätzlich auch erstmal cool. Also es macht was mit mir. Was mich aber tatsächlich einfach irritiert, ist, dass man echt Schwierigkeiten hat, die Songs auseinanderzuhalten. Also so das, und das auch innerhalb der Songs relativ wenig passiert. Jetzt als doch ja eher Kenner von Love A, so ein bisschen zumindest, so ein bisschen mehr Kenner als du zumindest, muss man sagen, dass ich gefühlt seit, ich glaube, die Platte hieß Jagd und Hund, das war, glaube ich, vor, weiß ich nicht, das muss so 2013 muss die rausgekommen sein, 2014, ich weiß nicht, dass es das eigentlich seitdem immer so klingt, die Platten. Also so, also da hat sich nicht viel verändert. Und jetzt kann man da sagen, keine Band muss sich zwanghaft auf den Kopf stellen und irgendwie den Sound ändern. Aber ja, also tatsächlich, ich persönlich, ja, kann einfach, also da überrascht es mich dann doch, also so wenig Veränderung oder so gar keine Veränderung an dieser Stelle hat mich zumindest überrascht. Jetzt wird Love A natürlich sagen, hey, wir haben uns doch verändert, aber. Steht ja auch explizit in diesem, wir hätten ja auch einfach dieses Schreiben vorlesen können. Das ist ja komplett gespickt wieder mit irgendwelchen Phrasen und Ausdrücken. Und dass man jetzt ja in der Summe einen Schritt von den 1980ern in die 90er Jahre gegangen sei. Also weiß ich nicht, die 90er finde ich da nicht. Also ich finde diesen 80er-Vibe da drin definitiv wieder. Und ich mag auch Musik mit so einem 80er-Vibe und auch mit dieser Pling-Gitarre tatsächlich. Das mag ich tatsächlich auch. So, deswegen, da sind, je mehr ich dieses Album gehört habe, desto mehr Fragmente habe ich gefunden, wo ich sage, das funktioniert für mich, aber in dieser Konstellation nicht. Und wahrscheinlich ist es genau das, was du gesagt hast, es passiert insgesamt zu wenig und es ist alles relativ ähnlich. Textlich sind da mitunter großartige Fragmente drin, die ich total Absolut. schön finde. Gleich im ersten Song, das wurde, glaube ich, auch im Ochs zitiert, wo ich gedacht habe, scheiße, da muss ich dem Ochs recht geben. So beim Schrotten zählt am Ende nur das Gesamtgewicht. Eigentlich köstlich drüber amüsiert oder auch Ja, total, ja. da sind wirklich, wirklich schöne Sachen bei, aber das sind dann so mal ein, zwei und bei dem Rest kann ich mich später nicht mehr genau daran erinnern, war das jetzt in dem Song, war das in dem Song und Ja. worum ging es da insgesamt? Ja, ich hatte auch so eine geile Textzeile. Ich suche die gerade mal raus. Die mir auch so richtig genau. Bei Klimawandel heißt es: Dein Gastgeschenk, mein Einwegglas, dein Modeschmuck, mein Pfandhausass. Ja. Also auch so geil gereimt. Also, ne, Ja. so, ich krieg dich gerade noch rein in den Reim. Finde ich super. Aber ich finde, das ist auch tatsächlich die Stärke von Love, ey. Sind diese so ein bisschen obskuren Reime, Textfragmente.
Nochmal vielleicht ganz kurz zur Musik. Sie schreiben ja auch hier in diesem Promosheet steht, nun ist Zeit kein Garant für Reifung und Entwicklung. Im Falle von Meisenstadt dürfen wir feststellen, dass wir nicht den so und so vielten Aufguss etwas bereits da gewesen hören. Ja, nee, sorry, da würde ich widersprechen. Mhm. Also, oder muss ich einfach widersprechen an der Stelle? Bei aller Liebe, bei allem Verständnis, ich finde, das klingt doch sehr nach dem, was schon mal da war. Und da wird hier ja so vorgehoben, dass das ist auch so, das macht ja jetzt auch, das ist ja en vogue für Bands jetzt, wir gehen nicht mehr in teure Studios, sondern wir nehmen jetzt einen Proberaum auf, mehr oder weniger. Also hier hat es ja der Schlagzeuger selber produziert, das Album. Und auch das finde ich, also ich höre da nicht so viel Unterschied zu den Platten vorher, wo sie einen Produzenten, anderen Produzenten haben. Also ich glaube da, genau, also das ist einfach für mich die, vielleicht die Quintessenz so ein bisschen dieses Albums, was den Sound angeht, da ist nicht viel passiert. So, das ist, also so meiner Meinung nach. Ja, das kann ich jetzt natürlich nicht vergleichen, wobei, also ich kenne eigentlich nur ein Lied von denen. Das ist dieses unsägliche Cover, was die von einem Pasco-Song gemacht haben. Was natürlich für mich wieder ein kleines Problem darstellt, weil ich die Band sehr gerne mag. Aber auch diese ganzen Verstrickungen übers Saarland und ja, so weiter natürlich mitbekommen. Ja, ja. Deswegen, ich glaube, Ollo hat auch bei dem Gräbedinger Buch irgendwas geschrieben. Die gehören ja alle irgendwie zusammen, ja, dieser ja, ganze Haufen. So. Und deswegen ja, ja, ist auch klar, dass die was von denen covern. Ich fand einfach nur dieses Cover, glaube ich, so schrecklich, dass eventuell das auch dazu geführt hat, dass es von 2017, dass ich seitdem einfach mich geweigert habe, mir irgendwas von denen noch anzuhören, weil ich es einfach so bodenlos schlimm fand. Und das eine der größten Sünden auf diesem Planeten ist, dieses Lied so zu, das ist so, das plätschert so dahin. Und ich denke mir, da geht alles flöten, was diesen Song ausmacht. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Aber deswegen, ja, der ich habe da heute auch nochmal reingehört, weil ich nicht mehr genau wusste, wo sich mein Hass auf diese Band so richtig manifestiert hat. Ich habe mit Gerd dann nochmal drüber geredet, was das war, ob das irgendwo ein Konzert war oder ich wusste halt nur, es ist dieser aktuell irrationale Hass auf eine Band da, aber wie kam der zustande? Und das war dieses Lied und das klang ähnlich wie die Platte. Yeah. Ja, das muss ich dann auch dazu sagen. Ja. Yeah. Ja, also ich kenne dieses Pesco-Cover, ich habe es, glaube ich, irgendwann mal live gehört. Ich habe es jetzt nicht im Ohr gerade, müsste ich nochmal reinhören. Das sind halt für mich, also ich gucke hier gerade nochmal so dieser Pressesheet, du hast total recht, wenn ich ihn jetzt nochmal lese, so viel Hall hüllt speziell die Refrains ein, teils wavig, muten Songs mit Delays und Echo, spätere The Cure an. Gitarren werden weich moduliert, bis wir sie für Keyboards halten. Es könnte auch eine Textzeile aus einem richtig schlechten Lied sein. Ja, genau. Ja. Treibt am Bass die härteren Songs vor sich her. Genau, und dann. Das könnte auch aus so einer Bolo-Band sein. Ja, aber was sind denn die härteren Songs auf diesem Album? Die haben jetzt Meisenstart und Schlucken oder Spucken rausgenommen. Ja. Als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, wie klangen die nochmal? Und B, gab es auf diesem Album härtere Songs. Und dann auch der Kontrast zu sagen, in gewohnter Gelässigkeit an UK Shoegaze. Also, ja, nee, die Presseinfo. Ja, Pop und Fragilität koexistieren neben Druck an Aggression. Das ist echt schon, oh Mann. Ja. Aber wir kommen, und als nächster Satz, den hatten wir ja schon, vielleicht könnte man sagen, Love A sind mit ihrem Sound in der Summe ein Schritt von den 80ern in den 90er gegangen. Da habe ich gerade überlegt, du hast wirklich recht, wer könnte das denn in den 90ern gewesen? Was ist denn da? Da ist Fred Durst, also Limp Bizkit. Ja. Nee, eher nicht. Genau. Mehr gab es in den 90ern nicht. Naja, da gab es noch Green Day, Anfang der 90er gab es Nirvana, was gab es denn da noch? Green Day, Offspring, NoFX haben da bestimmt auch Platten rausgebracht. Ja. Haben ja immer Platten rausgebracht. Ärzte haben, glaube ich, haben in den 90ern auch Platten rausgebracht. Ja, einige. Ja. Auf jeden Fall. Okay. Ja, also mir ist jetzt dieser Sound auch jetzt nicht so als prägnanter Sound für die 90er irgendwie in Erinnerung, das, was die spielen. Nee, überhaupt nicht. Deswegen, also liebe Zuhörenden, wenn ihr es bis hierhin durchgehalten habt zuzuhören, dann erstmal danke, wir freuen uns natürlich wieder und hätten eine ganz kurze Bitte. Schreibt uns doch mal bitte, welcher Sound in den 90er bzw. welche Bands in den 90ern ihr hier in diesem Album wiedererkennt. Schreibt bitte an podcast@bierschinken.net. Genau, das wäre sehr nett von euch, dann helft ihr uns ein bisschen auf die Sprünge. Selbst in diesem
ich sag mal, Indie angehauchten Bereich, sowas wie But Alive oder so, was dann da so Mitte endet. Aber es klingt ja halt auch überhaupt nicht so. But Alive hatten diesen furchtbaren Metal-Sound. Also die klangen ja eher wie so eine schlechte, die klangen ja wie Suicidal Tendencies vom Gitarrensound. Es war furchtbar. Aber ja, aber das ist die einzige Band, die mir so in diesem Kontext zumindest irgendwie einfällt, was natürlich dann über die Verbindung zu Ketka und so weiter wiederkommt. Ja, es gab in den 90ern schon auch noch so, hier, wie hießen die denn so, die Bernadette La Hengst und wie sie alle hießen, die hatten schon auch in den 90ern so ihre Hits da in so Bands, aber das war auch alles eher so rockigerer Sound. Mhm. Also ich glaube tendenziell, dass in den 90ern ein deutlich Rock Sound oder einen deutlich rockigeren Sound gab. Ja, würde ich jetzt auch so unterschreiben. Aber 90er bin ich musikalisch auch wieder so ein bisschen vom hohen Ross herunter zu sagen, naja, die Songs, die klingen ja auch alle gleich, wa? Da ist ja gar kein Unterschied zu hören. Das ist ja alles der gleiche Rotz. Mhm. Und dann höre ich die X-te Skatepunk-Band. Kann man auch kritisieren natürlich. Also ich glaube, das ist so ein bisschen hier auch bei dem, wie sich andere Leute bei Skatepunk fühlen und sagen so, ja, wo ist der Unterschied von Song A zu Song B und Band C zu D? Die eine Band hat noch Viertel-Düdel-Gitarre dabei, aber ansonsten ist es alles gleich. Aber ja. Ja. Ja, nun. Was machen wir mit dem Album? Also, ja, ich bin so ein bisschen ratlos gerade, ne? Ja, also ich glaube, bei dir so ein bisschen diese Ratlosigkeit, weil das bei dir jetzt so ein bisschen in die Richtung so ab, noch absteigend derer geht. Also du hattest jetzt ja nicht die katastrophale Meinung wie ich von Anfang an dabei. Und ja, ich denke mir, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr Sachen fallen mir da ein, die ich okay finde. Aber genau, das würde mich aber noch interessieren. Das hattest du ja angekündigt. Du hast auch ein paar Sachen. Also sag doch mal, fangen wir mal so an. Was findest du positiv an der Platte? Was ich positiv finde, also ich mag, wie schon gesagt, so ein paar von diesen Textfragmenten. Und ja, ich glaube, ganz viele von den Songs, die würden wirklich bei anderen Bands viel besser funktionieren. Also wenn das jetzt eine Platte von inhaltlich von Pesco wäre oder von Disco Oslo, meinetwegen, ich glaube, da hätte ich mehr Bock drauf. Ich glaube, das würde, das ist ja auch mitsingfähig, ganz viel davon, weil das halt einfach so knackige Dinger sind, aber es funktioniert einfach nicht so, wie es dargestellt wird. So, ja, keine Ahnung, den ganzen Scheiß wie Vierkant-Tretlager oder so ein oder Herrenmagazin oder so. Also mir fallen ja immer nur so ganz furchtbare Assoziationen ein. Ja. Die hast du auch alle so? Ja, also, ja, natürlich. Okay, Herrenmagazin auch? Ja, das ist alles schlimm. Okay. Nee, also, das sehe ich nicht so. Also, wir haben es ja letztens auch versucht mit der Catcar-Playlist. Und da sind ein, zwei Songs bei, wo ich gesagt habe, okay, geht, aber der Rest im Großen und Ganzen klappt nicht. Holt mich nicht ab. Deswegen ist das für mich so. Deswegen war ich ja so überrascht, dass mir dann eingefallen ist, ach so, drei Schrottgrenze-Alben fand ich irgendwie gut, dass das klappt. Aber hier in dem Sinne, weiß ich nicht. Okay. Also, musikalisch überhaupt nicht, aber inhaltlich gut. Also ich finde ja auch die Themen, die gemacht haben, spannend. Also das Thema Klimawandel sowieso ist aktuell. Was war das denn noch? Dieses Lied, genau genommen gut genug, ne? Wo, oh Gott, was singt er denn da nochmal? Das ist ja auch so ein bisschen, wo haben wir es denn? Jetzt hätte man das da gebraucht. Er gibt nichts zu, sie niemals auf, die Seelen aller, vielleicht mehr, stehen zum Verkauf. Der Rauch schmeckt immer, wenn man Feuer übersteht. Wo gestern Leben war, wird heute nur überleben. Und ich fand den unteren Teil so schön. Das Dasein ist mir schwarz als weiß, dank alter Männer, Schätzchen, war nicht so gemeint. Ja, ja. Das war so ein Text, wo ich gedacht habe, ah ja, genau, solche Leute. Ja, ja. Ah, finde ich auch ganz schlimm, das sowas, ne? Katzenoma kriegt davon nichts mit und Gott hat einen Bart, nur Güte hat er nicht. Es gab ein schönes Video von Stephen Fry, glaube ich, letztens, wo er in einem, oder vielleicht ist es auch schon älter, wo er in einem Interview gefragt wurde, was denn seine Meinung zu Gott wäre, was er Gott sagen würde, wenn er jetzt sterben würde und vors Himmelstor kommen würde. Und der macht dann da so einen wunderschönen dreiminütigen Rant darüber, wie wenig Güte Gott hat. Da musste ich in dem Moment dran denken. Das war so schön, dass dieses Thema gerade aufgenommen wurde, weil ich dieses Video letztens gesehen habe. Und wenn es ihn geben sollte, ich das genauso denke. Also das fand ich ganz schön. Ja, dann hört es auch irgendwann so auf. Also das ist ja so ein bisschen so dieses Post-Ding. Ach genau, ein Vergleich hatte ich noch. So, kennst du die Band Chaos Z? Ja, diese Stuttgarter Punkband, ne? Ist genau, so? Und die haben
musikalisch so ein bisschen so ein ähnliches Grundgerüst. Da sind auch viele Sachen, die gleich klingen in den Songs. Die haben auch so ein bisschen so dieses düstere 80er Jahre dabei. Ja. Die haben auch ganz, ganz depressive Texte, die noch ein bisschen expliziter sind als hier. Aber das hat mich wie so eine auf 33 abgespielte 45er-Platte von KOSZ erinnert. Also du erkennst da irgendwie, was es sein könnte, wenn es einfach schneller und mit mehr Druck wäre. Mir fehlt so dieser Druck insgesamt bei diesem Album. Es meandert so plant vor sich hin. Das ist, glaube ich, der Teil, der mich nervt. Das musikalisch ein paar Sachen, die ich gut finde, aber so insgesamt fehlt mir da irgendwas, wo ich denke, das ist geil, das treibt mich jetzt gerade an. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, also weil du ja so meintest, bei mir würde es mehr bergab gehen, bei mir geht es gar nicht so bergab, weil ich habe, meine Erwartung war gar nicht so groß. Ne? Als ich die Platte gehört habe, habe ich gedacht, ja okay, ist eine Love-A-Platte. Jetzt stand hier in dieser Presseinfo, das hatte ich gerade nochmal gefunden, dann komme ich nochmal zum Text zurück. Da steht, über die Texte verrät der Frontmann überraschenderweise, dass sie ihm früher viel wichtiger waren. Und das finde ich interessant, weil ich finde, wenn ich den Song, also Song 6, Analog ist besser, was ja eine Referenz zu Tokotronik ist, mit Digital ist besser, dann finde ich den, da ist ja so ein Rant über, quasi, da geht's kacken bei offener Tür, Fotos vom eigenen Grab, die Welt ist plötzlich voller mit Dingen, die es so nie gab, lad deine Mama hoch, lad deinen Penis hoch, hauch einfach alles raus, die anderen machen es doch auch. Also da ist so ein Rant gegen so Instagram und ja, also es ist ja dieser Rant gegen soziale Medien, den ich persönlich so ein bisschen... Oh, das ist mir zu einfach, Leute. Der ist also viel zu einfach, genau, den habe ich mir auch aufgeschrieben. Thematisch komplett irrelevant, irgendwie gesanglich flach, unemotional und gelangweilt. Das ist so ein Song, wo ich mir denke, vollkommen unnötig. Ja, weil der bringt nichts. Das ist so, ja, Instagram ist doof. Ja, okay. Ihr benutzt es ja auch. Also dann seid wie Pisse und macht halt nicht. Ne? Also also seid konsequent. Also ja, ich finde, also tatsächlich diese, ich muss sagen, das hatte ich jetzt auch schon in anderen, ich hatte gestern, also an dem Tag, nachdem wir die, bevor wir diese Folge aufnehmen, habe ich auch eine Folge No Love for the Red Nation aufgenommen mit Heinz 2-3. Ich weiß jetzt nicht, welche Folge vorerst kommt oder danach, ist auch wurscht. Auf jeden Fall, da hatten wir, glaube ich, auch so einen Song, wo es auch wieder so ein Social Media Bashing ging, wo ich denke, naja, das stimmt halt nur nicht so ganz. Also es ist einfach zu einfach zu sagen, Social Media ist jetzt schuld und die Leute machen sich da nur noch zum Horst, sondern es gibt da auch sehr viel coole Sachen und irgendwie hängen wir ja doch alle auch da irgendwie ein bisschen rum und finden es eigentlich auch ganz geil. Und außerdem, ich muss das heute auch nochmal sagen, ich bin sehr dankbar auch über viele Dinge, weil ich einfach sehr viele nette Leute darüber kennengelernt habe, mit denen ich heute Kontakt habe. Genau. Und ne, also so habe ich Gerd ja im Prinzip auch kennengelernt in den sozialen Medien der späten 90er, frühen 2000er. Genau. Ne? Also dementsprechend, und sonst würde ja dieser ganze, unser Bierschinken-Universum auch nicht funktionieren, das müssen wir einfach mal sagen. Also die hier reinhören, das ist ja Teil von sozialen Medien, was wir ja alles machen. Kommentarfunktion, dies, das, jenes, wir sitzen zusammen, skypen und so weiter und so fort. Was habt ihr denn da rezensiert? Was haben wir gestern zählen? Ja, also die Liste ist, also es waren so, ich sage jetzt mal noch nicht die Bands, oder weil die kann ich glaube ich nicht mehr, aber es war ganz witzig, es waren so, es gab eine so eine Punkband, die waren so richtig Deutschpunk stumpf, die waren so, aber irgendwie ganz okay, also die waren scheiße, aber okay. Dann war eine so eine düster, sehr schnell, so Skatepunk-Beats-mäßig, ufter, ufter, ufter und mit so ein bisschen düsteren Gitarren, die waren grauenhaft, so eine Macker-Band, also die waren auch so, die hatten schon den beschissensten Facebook-Namen aller Zeiten, also genau, die waren furchtbar. Dann hatten wir eine sehr, sehr schräge Band dabei, die wirklich großartig war, das werde ich dir Off the Records Guy auch nochmal empfehlen, das hat wirklich Spaß gemacht, das wird dir, glaube ich, auch gefallen, weil die waren wirklich richtig skurril, aber das war geil, die hatten 25 Songs auf der CD und die waren teilweise bis zu 4 Minuten lang. Also die haben wirklich die CD komplett ausgereizt, aber es war geil. Genau, und dann war da auch noch so eine 7-Inch dabei, wo ich dachte so, es war so Rock'n'Roll-Punk, da habe ich mich so gelangweilt. Also ich glaube, insgesamt haben wir 7 Platten besprochen und ja, war jetzt nicht, also außer diese eine etwas sehr skurrile Band, war es jetzt nicht weltbewegend. Okay. Weil das Thema Social Media ist mir eingefallen, weil ich jetzt gerade zum ersten Mal in die Dead End Kids reingehört habe, weil die jetzt morgen hier im Gängeviertel spielen, wo wir einen Stand mit Second Benchet haben bei so einer Veranstaltung und die danach spielen. Ja. Die haben viele gute Sachen, die haben aber auch einen Anti-Social-Media-Song. Ja. Und bei dem habe ich auch gedacht,
Ihr selber seid aber auch ganz schön, ne? Also Ja. ballert euer Instagram-Stories. Also, ja. Das finde ich auch immer so ein bisschen ambivalent, ne? So. Ja, aber Dead and Kids finde ich irgendwie sehr sympathisch. Also die haben ja so ein, der Gitarrist von denen macht immer so So Rock'n'Roll-Metal-Ausflüge. Metal-Ausflüge, die haben so viel Metal-Anleihen da drin in diesen Songs, das finde ich fantastisch, ja. Ja, das finde ich auch. Also finde ich tatsächlich, da passt es irgendwie ganz geil rein und ich finde, die haben eine unfassbare geile Power. Also die Texte sind mir manchmal ein bisschen auch zu simpel so Ja. oder holen mich nicht so ab zumindest, aber sympathische Menschen mit einem richtig guten Sound auch, ja. Die suchen übrigens, glaube ich, immer noch einen Bassisten oder eine Bassistin, also einen Bassistin. Falls ihr Bock habt, meldet euch doch mal bei den Dead End Kids. Die wohnen, glaube ich, in Leipzig und Dresden. Machen wir gleich mal ein bisschen Werbung für eine andere Band, aber Genau, ja, ist doch, ne? ja, aber es ist ja, Ja. passt ja thematisch, Die ne? Wenn neue die. Platte kommt übrigens jetzt beim Kreuzberger Major Label raus. Oh. Also die wird, nee, stimmt nicht, entschuldige, ich habe einen Fehler gesagt. Die alte Platte ist beim, die ist, der Reissue der alten Platte ist beim Kreuzberger Major Label rausgekommen. Okay. Aber ich meine, Genau. das alte Label, auf dem das veröffentlicht wurde, das gehört ja im Prinzip auch zu Bierschinken. Ja, das ist so ein bisschen unklar, wer da wen steuert. Also laut Fö sagt da, ist es eine 50-50-Sache, die er da ausgedealt hat. Aber Okay. da auch wieder die Überschneidungen sehr groß sind, auch mit Plastic Bomb, kann man einfach nur sagen, es ist auch ein Ruhrpott-Filz am Ende. Und wir als Externe, wir sind Und ja auch nur dazu gebucht als Externe. aber es ist ja mittlerweile auch ein Hamburg-Filz von dem ersten Label. Ja, aber was machst du dann hier und bist nicht im Filz? Nee, ich bin im Filz. Also ich meine, guck dir die Haare an. Die gehen mittlerweile, die sind lang. Das ist wirklich, da drunter regiert der Siff. Ah, Da kann ich dir okay. sagen. Ja. Keine Zeit für Haare schneiden. Nee, malochen, ne? Ja, Malochen, das ist das Maloche. Wichtigste. Also wir müssen ja unseren Start auch irgendwie voranbringen, wenn das irgendwie schon so Nölnasen wie Love A nicht geschissen kriegen und sich dann auf Ja. so billigen Lorbeeren hier ausruhen. Ja. Die Erwartungshaltungen waren bei mir, um jetzt nochmal 30 Sätze zurückzuspringen, Ja. waren bei mir sehr hoch, weil ich ja dieses Abgehype von dieser Band immer mitbekomme. Ja. Und irgendwie dachte ich dann so, als ich das gehört habe, die Enttäuschung war halt so richtig so. Ist gerade wieder eingefallen, was hier noch vor mir liegt. Dachte ich, ah, komm, das nutzen wir doch mal. War jetzt aber nicht deswegen, dass ich das gesagt habe, aber es ist halt so, dass ich sagte, dafür, dass das so Vorschusslorbeeren sind, dass alle auf Love A abfahren, und das ist ja eine Band, auf die viele Leute abfahren und die sehr viele Leute wirklich gut finden und auch bewerben und. Ja. Und diese ganzen Reviews in anderen Magazinen, war ja auch, alle sind begeistert. Und da dachte ich so, echt, das is ist es jetzt? Das ist das, was jetzt alle so hochhaltet? Ich habe, und auch aufgrund des Albumtitels, den haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Ich weiß nicht, ob wir den erwähnen dürfen, das ist ja auch immer eine Kontroverse. Aufgrund dieses Albumtitels, weil das Meisenstart heißt, dachte ich schon, okay, vielleicht ist es ja doch was. So mit Knochenfabrik-Anleihen bekommst du mich halt immer. Ja, und dann war es das einfach nicht. Und dann war ich Aber die haben sauer. doch irgendeine Begründung dazu geschrieben in der Presseinfo. Hast du die da ganz hinten unten steht, glaube ich, Ja, irgendwas, ne? irgendwas. Warum sie das so genannt haben, weil Knochen. Zorn, Niedergeschlagenheit und Resignation in Anlehnung an das Knochenfabrik-Ameisenstaat. Ja, aber boah, ja, das war auch ein bisschen. Ja, und da ist auch wieder jetzt auch wieder so ein Ding, ne? Da ist ja dieser Song 7 kann und will mehr hier überoptimiert und aussortiert, ist auch wieder so ein. Das ist ähnlich wie mit diesem Song davor. Hier, wir haben einen Song gegen Social Media und jetzt haben wir einen Song gegen Überoptimierung und Aussortierung. Afterwork Party im Park. Also, weißt du, das ist immer, finde ich, so. Das ist ja vor allem, wenn Leute über Berlin sprechen, ist es immer so: Oh ja, hier die Hipsters in Berlin, die dann nach der Arbeit gehen sie noch Afterwork im Park und Power Workout in der Frühe und jetzt machen sie Yoga im Büro und. Ist das bei euch so? Kann gut sein, in diesen Startup-Welten, glaube ich, gibt es das schon relativ regelmäßig. Also da treibe ich mich ja jetzt auch nicht rum. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde das auch okay. Also mein Gott, lass doch die Leute irgendwie so ein bisschen ihren Scheiß da machen. Ich finde das jetzt auch nicht so geil. Ich gehe lieber joggen und höre dabei irgendwie einen coolen Podcast. Aber mein Gott, es ist doch auch, ist mir wurscht. Also sich darüber so aufzuregen, das finde ich so ein bisschen. Das haben übrigens, ich glaube, Muff Potter haben einen ähnlichen Song auch in ihrem aktuellen Album, wo sie sich auch so ein bisschen über diese Leistungsgesellschaft, aber da geht es mehr um die Leistungsgesellschaft. Hier ist es ja so dieses,
Trendy Food vom Lifestyle-Blogger, Meeting in der Bar, ja, na Genau, und? das ist hier so eine Aneinanderreihung von Buzzwords irgendwie so um was halt nur einen kleinen Teil der Gesellschaft ausmacht, ne? Und nicht halt dieses Problem Leistungsgesellschaft, Genau. was ja noch weit mehr ist als Startup-Leute, als Leute, die Ja. ne, ihr Daily Fake News Adbook und High-Res-Kamera und also es werden halt diese Tech-Begriffe reingeworfen, so ein bisschen Ja. Techno, Tech-Speak, bla, und finde ich dann auch ein bisschen kurz gefasst, das Ganze. Das war auch so ein Song, bei dem ich dachte, pff. Ja, und hier Kanten nicht erwünscht, aber edgy sein geht klar. Naja. Also, Ja. ja, irgendwie, also ich muss sagen, also so textlich holt es mich nicht ab, musikalisch, ich habe. Vielleicht lädt die Musik, weil die auch so dahin plätschert, dass es ein bisschen ein auf die Texte vielleicht auch am Anfang gar nicht so zu achten. Also mir zumindest sind viele Sachen, die wir jetzt besprochen haben, erst beim ersten Maligen so durchgehört. Jetzt, wo ich das Textblatt nochmal ein bisschen genau angucke, merke ich so, aha, hier und da. Ja, also da, genau. Da gab es für mich schon bessere Sachen von Love A und bessere Kracher, aber nichtsdestotrotz, also immer mal wieder auch wirklich, hast du ja selber auch gesagt, ne, gute Textzeilen dabei. Ja, du, also. Ich glaube, für mich ist da nicht mehr so wahnsinnig viel zu erzählen zu, oder? Ich könnte mir einfach noch weitere Fragmente rauspicken und sagen, warum ich das scheiße finde. Ja, aber So. ich glaube, das ist jetzt wirklich rübergekommen. Also, dass du da auch nicht mehr der Love A. Wir könnten natürlich, wenn, vielleicht haben ja Love A dich mal Lust auf ein Hamburg-Konzert einzuladen, damit du die Live-Performance nochmal begutachten kannst. Weiß ich nicht, möchte ich nicht. Ich glaube, Okay. es reicht mir. Ich habe es versucht. Okay. Ich habe Nee, es versucht, mich das, von ja. Scheiße. Ich muss und ich habe es versucht. Ich muss mir mal selbst auf die Schulter klopfen. Ich habe diesen Monat etwas gemacht, von dem ich nicht gedacht hätte, dass ich es jemals machen würde. Ich habe ein Buch von einem gewissen Herrn Nagelschmidt gelesen. Ach echt? Welches Ja. denn? Ja, wie heißt es denn? Das mit dem Gelben, was du rezensiert hast. Arbeit. Arbeit? Ja, Arbeit. Großartig. Oder? Großartig, ne? Großartiges Ja, Buch. tolles Wirklich, Buch. wirklich. Ja. Ich war halt so ein bisschen vorgeschädigt, weil Gerd irgendwann mal, wo die Wilden Badenhausen oder sowas gelesen Ja. hat und mir davon erzählt hat und ich dann schon keinen Bock mehr hatte und ich Muff Potter auch musikalisch immer scheiße Ja. fand und dann schon gedacht habe, boah, du überhebliches, sich selbst Ja. geil findendes Arschloch, das reiht sich wieder in dieses Themengebiet ein. Ja. Dieses Präsentieren, wie Superman doch ist und was man alles Ja. gemacht hätte. Ja, und dann hat eine Freundin mich überredet, das dann doch mal zu lesen, meint, das ist wirklich ein gutes Buch Tolles ist. Buch. Und muss Wunderbar. ich sagen, so, da positiv überrascht worden. Ja. Ich habe es versucht, ich habe es hier auch versucht. Hat hier nicht geklappt. Es hat nicht geklappt. Ich bleibe bei Du, meiner Meinung. also lies mal, wo die wilden Mahnen graben. Das ist ein tolles Buch auch Graben, von. ja? Ja, das ist wirklich toll. Also ich, das heißt, ist auch, also das hat so eine, das ist, also ich liebe das Buch sehr. Ich liebe tatsächlich Nagels Schreibe sehr oder Thorsten Nagelschmidt Schreibe sehr. Ich habe da ja auch, ich habe ja schon zwei Bücher rezensiert für Bierschinken. Das davor habe ich auch rezensiert und ja, also kann ich dir empfehlen. Finde ich, ist eine gute Schreibe. Ich habe aber, weil das auch diese Art zu schreiben, die ich mich sehr anspricht, die übrigens bei T.S. Ullmann auch. Also ich finde, T.S. Ullmann hat auch eine sehr angenehme Art zu schreiben. Habe ich dir eigentlich erzählt, dass ich mit dem meinen Frieden ja auch wieder so ein bisschen gemacht habe, dass ich den, ich hatte den ja bei Rock am Berg gesehen und hatte mich eigentlich so ein bisschen, also ich war irgendwie so musikalisch, hat mich das alles nicht mehr abgeholt und der hat ein richtig cooles Konzert bei Rock am Berg gespielt, auch ein sehr persönliches Konzert, das war toll. Warst du derjenige, der das gut fand und der Rest fand Scheiße in dem Bierschinkenbericht? Ging da die Meinung Nee, nicht auch auseinander? das war, glaube ich, sehr unterschiedlich. Also es gab, glaube, Fö hatte das Problem, dass da alle das ziemlich schlecht fanden und mich hat es so, ich habe so ein bisschen gebraucht, aber so ab der zweiten Hälfte des Konzerts hatte T.S. Ullmann mich voll gewonnen. Und es war wirklich ein schönes Konzert. Also, der hat dann tolle Songs gespielt und hat auch so. Also, mir hat vor allem, er hat einfach sehr coole Ansagen gemacht und das fand ich so toll. Und ich glaube, ich merke auch so, auch wenn ich vielleicht musikalisch nicht bei vielem nicht mitgehen kann, was der macht, aber der hat schon so ein, also ich, oder so nehme ich das halt wahr, ne? So einen sehr guten Kern und hat zum Beispiel eine sehr coole Ansage zu St. Pauli und zu dem, aber eine sehr auch eine reflektierte Ansage zu St. Pauli und den SchreiberInnen, die da so aktiv sind, gesagt. Und ja, und auch einfach eine coole Ansage zu einem kleinen Festival, wie das Rock am Berg war. Ja, genau. Aber wir schweifen ab. Ich glaube, wir sind eigentlich so an der Stelle ganz gut durch mit Love A, Meisenstart. Haben wir eigentlich irgendeine Platte oder eine CD bekommen? Können wir die verlosen? Wurde uns nicht angeboten, dass wir ein Bemusterungsexemplar erhalten können, wo ich als erstes geschrieben habe, nein, danke.
Aber ihr Oder Leben, sowas? nein, danke. Okay. Absolut gar nicht, war meine Antwort. Okay, absolut gar nicht war deine Interessiert ihr Antwort. euch dafür, für Booklet und Artwork von Love, genau. Okay. Ja, nein, möchte ich nicht haben. Ganz kurz noch ein hinterher zu werfen. Ich habe mal mir ein Akustikkonzert von Thes Uhlmann in Kiel im Sub Rosa angeschaut. Okay. So. Also, soll jetzt keiner mir nachsagen, ich würde vor allem die Augen verschließen, was aus diesem Bereich kam. Ich Alles, habe es was dich. gemacht, um eine Frau zu beeindrucken, es ist nichts geworden. Mit der Frau oder mit dem Konzert? Das Konzert war okay. Ja, gut. Ja, dann, lieber Ton, herzlichen Dank, dass du dir Ja. die Zeit genommen hast, dass du dich über dich hinausgewachsen bist und sozusagen nochmal Love A eine Chance. Ich glaube einfach, ich werde die Platte bestimmt irgendwann wieder rauspacken, wenn ich so Bock habe auf ein bisschen Pling-Pling-Gitarre im Hintergrund. Aber ja, auch meine allererste Gitarre wird es, oder meine allererste Platte oder aller Lieblingsplatte wird es nicht an der Stelle. Das kann ich schon auch sagen. Ich finde, bei Pling Pling gibt es auch andere schöne Sachen. So wie, ich glaube, Haivis haben in deren letzten Album relativ viel so Songs mit Pling Pling Gitarre gehabt. Die fand ich ganz schön, Okay. glaube ich. Verlinken wir mal in den Genau, Shownotes, würde ich ich sagen, verlinke ne? da einfach mal Sachen, die ich gut finde und damit Leute dann auch sagen können, was ich für eine Scheiße höre, um das mal für alle Okay, aber offen. es ist doch ganz gut. Lass uns doch die lass uns doch in die Shownotes dann verlinken, deine fünf besten Pling-Pling-Sachen und meine fünf besten Pling-Pling-Sachen. Ja, okay. Gut? Ja, ist ein Deal. Alles klar, da haben wir noch einen guten Deal zum Abschied. Wir Ja. bedanken uns wie immer bei unserem Sponsor Fö, beziehungsweise Bierschinken. Genau, wen haben wir noch? Wir müssten uns eigentlich noch bei, naja, dann müssen wir uns ja formal gesehen auch bei Plastikbomb jetzt immer Genau, bedanken die wollte ich und gerade sagen, ich habe den bei, Namen schon vergessen, weil die jetzt ja unter Bierschinken Corporation laufen. ja, beziehungsweise es ist, wie gesagt, es ist nicht so ganz klar, wer jetzt hier Mehrheitseigner ist, also auch Records hängt da ja jetzt mit drinne. Ich überblicke das nicht so ganz, aber wir berichten dazu, da soll es übrigens einen ARD-Special-Brennpunkt geben, habe ich Genau, zugehört. mit uns beiden. Unter anderem, Ja, genau. ja. Und bestimmt auch noch, wie heißt der hier, der immer alles erforscht und immer gerade zum Beispiel diese veganen Burger, dass die Burger von Günther Günter Wallraff, Wallraff, ja genau. genau, den haben sie auch eingeladen. Günther Wallraff investigativ bei Barkauf Profita Records. Ja, Ja, und unterwegs. genau. Ne, finde ich gut. Alles klar, dann einen schönen Abend Ja, und bis bald. ebenso. Tschüss. Tschüss.